Hallo und herzlich willkommen bei Gregolas. Ich bin heute unterwegs in Diablo und ich zeige euch heute, wie man das Marodeur-Set-Dungeon bewältigt. Dafür schauen wir uns zunächst mal die Items an, die wir mitnehmen müssen. Da haben wir zunächst das Marodeur-Set. Da schauen wir uns mal die Set-Boni an. Beim Einsatz von Gefährte werden alle Gefährten herbeigerufen. Der 4er-Set-Bonus, Geschütztürme verursachen 300% mehr Schaden und wirken Elementarpfeilschakram auf, spießen mehr Verschuss und Splitterfall zur gleichen Zeit wie ihr selbst. Das werden wir intensiv nutzen. Dann haben wir das 6er-Set-Bonus. Eure primären Fertigkeiten und Gefährten sowie Elementarpfeilschakram aufspießen, mehr Verschuss, Splitterfallen und Rache verursachen für jeden aktiven Geschützturm 600% mehr Schaden. Dann haben wir am Gürtel die Spezialfähigkeit, dass unser erlittener Schaden je aktiven Gefährten um 8,7% reduziert ist. Wir haben den Köcher. Damit können wir zwei Geschütztürme mehr aufstellen. Das ist variabel wählbar. Man kann diese Handgelenke nehmen, muss es aber nicht. Und wir haben noch ein paar epische Edelsteine. Da ist man auch flexibel. Das Wichtigste aber ist die Waffe. Das ist der Manticore. Der reduziert die Hasskosten von Splitterfall um 50% und erhöht den Schaden von Splitterfall um 71%. Und da wir maßgeblicherweise mit dem Splitterfall arbeiten, ist das schon sehr wichtig. Dann schauen wir uns nochmal kurz die Skills an, die wir mitnehmen. Wir haben da den Ausweichschuss in Verbindung mit Fokus. Wir haben den Splitterfall in Verbindung mit Malstrom. Das heißt, wir verschießen hier drei Raketen, die Kälteschaden zufügen. Dann haben wir den Salto in Verbindung mit Flickflack. Wir haben den Geschützturm auf Polarstation spezialisiert. Der Geschützturm unterkühlt Gegner im Umkreis von 16 Metern, was ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 60% reduziert. Das ist auch sehr wichtig. Dann haben wir den Gefährten. Da haben wir den Spinnengefährten ausgewählt. Dann haben wir die Rache in Verbindung mit Groll, damit wir Hass regenerieren können. Gut. Als Passiver haben wir das Bewusstsein. Wir haben die Auslese, das erhöht den Schaden gegen verlangsamte oder unterkühlte Gegner um 20% und das machen unsere Geschütztürme und das macht auch unser hauptressourcenverbrauchender Angriff. Dann haben wir die Maßanfertigung. Hier wird die Dauer der Fertigkeit Geschützturm um 100% erhöht, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben Ballistik, da wird der Raketenschaden um 100% erhöht. Und wir haben zusätzlich eine Chance von 20% beim Angriff eine Zielsuchrakete abzufeuern, das sollte auch helfen. Gut, dann schauen wir noch kurz in den Kanalswürfel rein. Hier haben wir die Zusammenkunft der Elemente. Wir machen abwechselnd erhöhten Elementarschaden. Okay, wir haben ein grünes Antlitz drin. Damit erhält die Rache den Effekt dunkles Herz und wir haben die Morgendämmerung. Damit wird die Abklingzeit von Rache um 65% reduziert. Dann schauen wir uns noch kurz an, was es bedeutet, dieses dunkle Herz, dass wir, wenn Rache aktiviert ist, 50% weniger Schaden erleiden. Dann schauen wir kurz, wo wir denn jetzt hin müssen. Und zwar müssten wir in Akt 3 zunächst zur Brücke von Korsik und dort dann auf die Felder des Gemetzels. Hier gibt es eine große Balliste. Und da oben auf dem Plateau erscheint dann das Portal. Gut, dann versuchen wir das Portal mal kurz zu meistern. Ich zeige euch kurz, was wir denn erfüllen müssen und wie man das Dungeon mastert. Gut, Hauptziele sind die Geschütztürme, die wir aufstellen, da müssen immer mindestens drei Stück aktiv sein. Wir dürfen keinem Gegner erlauben, in Nahkampfreichweite zu kommen. Das wird insbesondere deswegen ein bisschen schwerer, weil hier Würmer eingebaut worden sind, die durch den Boden durchbrechen und direkt in der Nahkampfreichweite sind. Da werden wir mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das ist ein bisschen tricky. Viele haben auch Probleme damit. Wenn wir das Dungeon mastern wollen, müssen wir innerhalb von 4 Minuten 30 alle Gegner töten. Das heißt, wir sollten beim Durchlaufen darauf achten, dass wir alle Winkel absuchen und auch wirklich durchlaufen, denn die Würmer können unaktiviert unterm Boden sein und wir sehen das quasi erst zum Schluss, dann, wenn alle Feinde aufgedeckt werden und müssten dann über die halbe Map nochmal, um die Gegner zu töten und dafür haben wir zu wenig Zeit. Und das Geheimnis ist hier, ständig in Bewegung zu bleiben. Manche versuchen auch die Umgebungsgeräusche hochzustellen, weil man hören kann, wenn der Wurm angreift. Man hat dann nochmal die Möglichkeit, mit dem Salto kurz wegzuspringen. Und wenn einem der Hass ausgeht, immer dran denken, man hat Rache dabei. Zwischendurch mal aktivieren, bisschen Hass tanken.
Wenn ihr Salto benutzt, benutzt es nur an Stellen, die schon aufgedeckt sind, wo also keine Gegner mehr rumkriechen können. Und wenn wir das Hauptquestziel erreicht haben, dass wir 125 Gegner töten sollen, ohne tödlichen Schaden zu erleiden, werden oben in der Minimap die Gegner mit kleinen Totenköpfen angezeigt. Das hat den Vorteil, dass wir dann quasi auch inaktive Würmer sehen, die noch im Boden sind. Das soll es gewesen sein. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, immer wieder probieren. Das klappt irgendwann ganz bestimmt. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Crackmaster.